Ein wunderschönes Hallöchen, ich bin's mal wieder, euer Matze85LP. Wir müssen jetzt ja zügig weitermachen, dass wir jetzt endlich mal unten am Güterbahnhof ankommen und da ja immer schön kräftig aufs Gaspedal und dann zeitnah mal am Güterbahnhof hin. Aber wir nehmen mal einen Tempomaten auf 50, sonst wird es nämlich wieder teuer. Und daher düsen wir jetzt mal schnell rüber über den Berg, dass wir da unseren Rocken loswerden. Aber wir bräuchten ja auch eventuell beim Schnaps noch ein bisschen Rocken. Das passt doch. Da können wir gleich mal zum Schnaps donnern. So, da brauchen wir Rocken. Deswegen können wir uns gleich mal da hindüsen. Aber machen wir schnell mal einen Tempomaten drin. Dass wir damit Tempomaten weitermachen, sonst gibt es hier nämlich wieder mal ein teures Foto und das wollen wir nicht gerade riskieren. Und dann fahren wir nämlich nochmal zurück zum Acker. Hauen uns nochmal die Fuhr runter und daher müssen wir mal jetzt ein bisschen sputen. Ende auf dass wir den. Oh, Schwein, ihr habt, dass wir nochmal Rocken. Ich kann habe, dass wir Rocken abliefern können. Ist zwar nicht viel, aber etwas. Aber bringt also schon mal Pluspunkte. Den haben wir auch Spuss noch. Aber trotzdem noch halbe Fuhre. Das bringt uns nicht viel Pluspunkte. Also wird weitergefahren, Güterbahnhof, den Schwung verkauft. In der Hoffnung, dass hier kein Blitzer mehr steht. Aber ich glaube, hier steht noch irgendwo einer. Aber wir müssten mal ja gleich rechts weg. Auch links weg. Müssten mal links weg und dann düsen wir auch gleich weiter Richtung Güterbahnhof, dass wir noch ein paar Euros hier machen. Aber unser Drescher, der ist voll, da müssen wir auch gleich mal den Krupp anhalten, sonst wird es ziemlich gleich wieder Probleme geben. Und er macht schon mal die Probleme, wie ich es mir gedacht habe. Der hat nämlich uns schon mal die ganze Feld zerschnippelt. Aber der steht mit voll mit Pflaumen, aber wir müssten unseren LKW, unseren Transporter noch wegfahren. Und daher sputen wir uns das jetzt mal ein bisschen, dass wir jetzt zeitnah noch hinkommen. Aber wir müssten uns zeitnah mal um unsere Ölmühle kümmern, dass wir da noch ein bisschen Money machen. Aber so schnell wird es wahrscheinlich noch nicht passieren da, weil wir auch nicht hinterherkommen, die Sonnenblumen. Und deswegen müssen wir uns langsam mal darum kümmern, dass wir uns ein paar Felder noch an organisieren. Und reichlich Gras machen. Bis zum Abwinken. Schwadern, Rindfahren, Silo fermentieren lassen. Kühe füttern, dies und das und jenes. Der Zweig fehlt uns noch. Jetzt erstmal Güterbahnhof. In der Hoffnung, dass wir hier richtig fahren. Auch Tempomaten rein. Sonst teures Bild. Aber wo ist jetzt der Güterbahnhof? Also nächste Einfahrt runter und dann hin. Dann haben wir auch das schon mal geschafft. 9, 9. Und da ist auch der Güterbahnhof an der Tankstelle, versteckt von der Tankstelle. Aber daher, ziehen wir uns noch hin. Hauen uns gleich die Fuhr runter. Dann haben wir auch schon mal 5 Minuten von dem Part weg. Mal wieder. Und daher müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen, sonst schaffen wir nämlich ja nicht mehr. Denn wir müssen Rocken runterbeißen. Und deswegen müssen wir uns langsam mal ein bisschen sputen. Da wir da noch ein paar Euros reisen. Aber daher können wir uns langsam mal darauf hinarbeiten, dass wir da noch ein bisschen mehr Möhrenarbeiten machen. Möhren, pipapo.
dass wir hier wenigstens einmal weiterkommen und uns auf dem grünen Zweig hinarbeiten. So, aber erstmal hier hoch und dann abgeladen den Schwung, dass wir hier ein paar Euros machen. Aber Ballen haben wir ja nicht, Mist auch nicht, also müssen wir weiterfahren. War halt der falsche Annahmezug. Aber hier ist der Güterbahnhof, vielleicht kriegen wir es hier los. Nein, kriegen wir auch nicht. Dann versuchen wir es nochmal oben. In der Hoffnung, dass wir noch was loswerden hier. Wasser wollen wir jetzt denn nicht kaufen. Dafür haben wir jetzt momentan keine Zeit erstmal. Aber wir müssen das Wasser auch noch machen daher. So, mal hier unser Glück. War jetzt ein Gersten? Nee. Aber wir kriegen es runter zum Klick. Bringt also ein bisschen Geld ein. 13.000. Besser als wie gar nicht. Da ist das Schneidwerk schon drinne. Und deswegen damit gleich noch hoch zum Feld und setzen uns demnächst wieder unseren Droschenjange, dass wir da weiterkommen. Müssen wir halt machen, sonst stehen wir nämlich morgen noch hier und haben kein Geld. Und daher werden wir uns halt noch die Wiese machen müssen und die Anlagen endlich in Gange bringen. Dafür hier ein paar Euros, richtige Euros machen wie Weltmeister. Da sputen wir uns mal ein bisschen und fahren mit L-Tempo Richtung Röscher, laden den ab. Setzen die in Gruppe wieder an, so weiterkommen. Dass wir wenigstens ein bisschen was im grünen Bereich diesmal drin arbeiten. Denn wer Geld ausgeben kann, kann auch Quellys verdienen. Wir hatten ja noch was rüber gekriegt, ja, von der nordfriesischen Marsch. Aber das ist halt auch schon mal verbraucht und daher müssen wir jetzt mal ein bisschen sputen, dass wir noch ein bisschen was erreichen hier. Denn wir müssen Heu, Stroh und Co. machen wie Weltmeister. Und daher sputen wir uns jetzt mal ein bisschen. Was wir heute noch mal zum, wie ihr wisst schon, hinkommen zum Drescher und den wir in Jange kriegen. Das sind noch ein paar Minuten, aber auch nicht mehr viele. Da ist der Obsthof. Aber wir müssen erstmal da hinkommen und deswegen dauert es noch ein paar Minuten. Ist halt eine Vierfachkarte, das weiß ich. Aber so wie es aussieht, werden wir hier viel. Demnächst viel auf Helfer machen müssen, Abfahrer, viele Traktoren instellen, vielleicht noch einen dritten Drescher zuholen, dass wir jetzt hier abfahren können, Feld um Feld, dass wir drei Drescher zu laufen haben. Aber wir werden hier abkürzen, das wäre ein bisschen schlecht. Aber wir werden jetzt den nächsten Ackerweg hochfahren und daher sputen wir uns jetzt mal ein bisschen. Ja, das passt auch nicht, oder? Da werden wir uns gleich mal hier rein einfädeln und den Feldweg abfahren und dann den Weg hoch. Da sind wir nämlich auch schon fast am Feld da, wo wir hin müssen. Aber als ordentlich immer schön zügig über Porta Westfalia die Karte. Und da haben wir auch schon mal was erreicht. Und als nächstes werden hier halt neue Maschinen geholt, so dass wir hier wenigstens in Rübenroller haben, in ja den Roller haben, dass wir hier zügig weiterkommen, dass wir gerade nicht Rüben, Rotkohl, Weißkohl und Pipapo ernten können. Deswegen sputen wir uns jetzt mal ein bisschen, dass wir jetzt auch noch ankommen heute. Also wie es aussieht, werden wir noch mal ein Weizenfeld hinstellen müssen. Da wir nicht über Runden kommen, dann müssen wir uns noch zeitnah in Gerstefeld machen. Aber immer zügig lang hin, so dass wir wenigstens mal ein bisschen was in der eigenen Tasche diesmal erwirtschaften, als wie immer nur in anderen Taschen. Dann holen wir uns einen Traktor.
Nee, das Heu-Equipment wie Bänder, Schneidfahrzeuge, Ernter, Erntefahrzeug und das auf dem Hof fahren, dass wir da mal ein bisschen zügig hinkommen. Silo, Heu, Stroh in großen Massen anbauen. So. Aber das haben wir auch schon mal geschafft. Da haben wir noch ein paar Minuten und stellen nicht gleich noch den hier um, dass wir wenigstens da im nächsten Part weitermachen können. Aber nun heißt es erstmal, dann müssen wir auch noch wieder füllen fahren, weil schon noch fast alle ist. Oder wir uns, nee, Geld nicht da. Wir wollen ja erstmal Heu-Technik holen und auch noch die Rübentechnik und daher passt das nicht. Aber wir müssen uns erstmal um unseren Drescher kümmern, das macht er nämlich gleich auch weiter, Mox. Lässt uns mal wieder stehen. Was wir uns leider nicht erlauben können, weil ja unser Scheibenfahrer so überaktiv war. Das passt gerade so. Aber unser Drescherfahrer wird leider blockiert, war mir schon klar. Aber das können wir schon mal mit dem Pflaumen rausziehen. Und in Richtung EK schon mal verschwinden. Wer jetzt noch wüsste, wo EK ist. Aber gucken wir noch mal nach den Preisen und wo ich sie finde. EK, wo haben wir denn die Pflaumen? Nee, 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 nee. Torfsand. Zucker, hier sind die Pflaumen. Und da werden wir gleich noch zum Portermarkt düsen. Richtung Portermarkt. Und das ist wahrscheinlich nicht weit. Nö, so weit ist er nicht. Da düsen wir gleich hin. Wird halt noch ein paar Minuten länger dauern heute der Part. Aber das werden wir heute noch verkraften. Und daher düsen wir jetzt noch schnell hoch und verkaufen die Pflaumen, dass wir wenigstens das noch was erreichen heute hier. Und hier gleich wieder rum, dass wir gleich noch hoch düsen können. Aber vorsichtig am Blitzer vorbei, sonst wird es nämlich wieder teuer. Und jetzt heißt es schnell hoch zum Portermarkt, die Pflaumen runter und dann haben wir auch schon mal ein bisschen mehr Taschengeld oder Geld in der Tasche. Dass wir hier weiterkommen mit unserer Heutechnik, denn wir haben mal so holen und mal gucken, vielleicht können wir uns auch schon die Schneidwerke holen. Aber ich denke mal eher nicht, weil die Schneidwerke schweineteuer sind. Kriegen wir gerade mal die drei Schneidwerke raus, aber wir müssen ja auch noch mehr machen. Und hier war wieder mal Blitzer. Für Gegenfahrbahn hat er uns auch wieder mal geblitzt, das klasse. So, aber sind wir auch schon mal fast da. Und hier ist der Portermarkt. Nicht hier drüben, sondern hier. Und da müssen wir halt bloß noch den Abkipppunkt finden. Hier ist er sogar. Da werden wir uns gleich mal hinstellen und die Pflaumen noch schmeißen mit großen Ramtam, dass wir noch ein bisschen Geld machen. Aber es passt gerade so, der Part ist zu Ende und wir schmeißen die Pflaumen runter. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Bringt auch eine ganze Masse Geld ein, da ist Blubberrohr schon drinne und das erste Schneidwerk 93.000. Irgendwas werden wir bei den Kirschen genauso machen müssen, dass wir da noch ein paar Euros machen im nächsten Part. Und daher hauen wir uns jetzt weiter lang hin, aber ja, erstmal den Drescher, dass wir den nochmal abfangen.
Das ist nämlich auch wieder voll. Gehen wir mal den nächsten Part abtanken. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Danke, dass ich mir mal wieder eine Viertelstunde klausen durfte von euch. Lasst einfach mal was da, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze für Master Happy. Tschüssi.